Ich hab doch gesagt, nicht anklicken. Hey? Hey? Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Serie auf meinem Kanal. Denn von nun an gibt es jeden Mittwoch... Mittwoch! Und ich bin ganz ehrlich, Freunde, ich habe Twitch für mich entdeckt. Also ich kannte Twitch schon länger, ist halt diese Plattform, wo man sich Livestreams anschauen kann. Allerdings habe ich mir wirklich noch nie über einen längeren Zeitraum so einen Livestream halt angeschaut. Bis vor 2 Wochen. Und von wem habe ich mir natürlich einen Stream angeguckt? Montana Black. Als ich so 10 oder 11 war, habe ich mir so ein kleines Lego-Schwert von so einer Figur in meine Haare gesteckt, weil ich nicht wusste, was ich da mache. 10, 9, 8, 6, 7. Dann hat Montana Black auf jeden Fall eine Spende vorgelesen, die er bekommen hat. Lonchomp im zweiten Mund, ich würde dich gern kennenlernen. Ohne irgendwelche Absicht will ich nicht vorlesen. Dann hat Monte in seinem Livestream eine Person gebannt. Und es hörte sich irgendwie so an, als wäre er so ein Lehrer und hätte gerade einen Schüler rausgeschickt. Ich glaube, für dich ist heute erstmal Feierabend. Komm nächstes Mal wieder, aber du bist nicht mehr in der Lage, teilzunehmen, Digga. Wenn der Zuschauer dann das nächste Mal wiederkommt, wird es wahrscheinlich so aussehen. Peace, Leute, ich bin wieder am Stich. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Montana Black wirklich gute Manieren sehr am Herzen liegen. 72-Stunden-Stream mit Instream Pen? Was sagst du dazu? Oh, okay. Vor einigen Tagen hat Monte dann auch ein Pokémon-Karten-Opening gemacht und im Gegensatz zu Leuten, die das wirklich professionell machen und damit Behutsamkeit rangehen an die Packs, hat Monte das einfach mit einer Schere aufgemacht. Super, Marcel. So macht das ein Profi. Da musste ich wirklich komplett los und habe Montes Twitch-Account verlassen und bin zu Sascha gegangen, der anscheinend auch Twitch-Livestreams macht. Stabile Facecam, Bruder. Schmeckt Müllermilch mit Wodka-Chat? Hat es immer jemand probiert? Müllermilch mit Wodka? Muttermilch, Schokolade mit Likör 43. Muttermilch, Schokolade mit Likör 43? Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Doch Sascha war tatsächlich auch in dem Pokémon-Karten-Opening von Monte mit dabei und hat sich ein Turtok gewünscht. Und das auch bekommen. Ey, Turtok wäre so krass. Echt? Sascha hat sich dann auch besonders krass gefreut. Keine Ahnung, was die Luft dir getan hat, Sascha. Allerdings hat er danach ein Ballerspiel gespielt, in dem seine Teammates allerdings nicht so gespielt haben, wie er das wollte. Diese Pisser haben so Time-Lag, Mann. Ich weiß nicht. Geht Lotto spielen. Sprachraum. Dann habe ich mir allerdings gedacht, Mensch, wenn man an Sascha denkt und an Stuttgart denkt, dann denkt man eigentlich auch an InScope, an Nico. Und dann bin ich auf seinen Twitch-Account gegangen. Ich bin von Nicos Account direkt wieder weggegangen und rüber zu Papa Platte. Falls ihr den nicht kennen solltet, hier ein ganz kurzer Ausschnitt. Ich kann auf jeden Fall relaten, ja. Ich bin meistens aber der Typ, der gespielt wird. Keine weiteren Fragen. Falls ihr euch jetzt fragen solltet, was Papa Platte sonst in seinen Streams macht, er spielt leidenschaftlich gern beispielsweise Mario Kart. Imagine, man wird von einem Roten getroffen, cringe. Ach so! Ach so! Ist nicht in der Nähe! Oh mein Gott. Wenn Kevin allerdings kein Mario Kart spielt, beantwortet er auch manchmal Fragen zum Thema Beziehung und Frauen ansprechen. Ich kann mir, glaube ich, nie vorstellen, so ein Girl auf der Straße einfach anzulabern und sozusagen, yo, hey, du siehst cool aus, kann ich eine Nummer haben? Ich habe das ein oder zweimal gemacht. Also ich könnte mir echt überhaupt nicht vorstellen, das zu machen. Ich habe es ein oder zweimal gemacht. Bro. Ah, du hast es gemerkt. Ja, ich sehe den Windstoß. Mach mit der. Wenn Papa Platte allerdings gerade keine Windstöße sieht, Mario Kart spielt oder wertvolle Frauen-Anmachtipps verteilt, dann benutzt er sehr häufig englische Wörter in seinen Streams. Und einmal hat er eine Challenge bekommen. 10 Zap gibt's von mir, wenn du in den nächsten 2 Minuten keine englischen Wörter sagst. Okay. Aber gut. Sagen wir, okay ist kein englisches Wort. Ich meine, okay ist kein englisches Wort, oder? Boom! Okay. Sagen wir, Boom ist ein Ausdruck. Junge, Boom ist einfach nur ein Sound. Ah, perfekt. Gut. Das konnten sich meine Gehirnzellen dann nicht mehr lang geben. Von daher habe ich mir gedacht, ich gehe rüber zu einem anderen Twitch-Livestreamer, wo man das auf jeden Fall ein bisschen auf ein nächstes Level heben kann, was den Intelligenzquotienten angeht. Trimax heißt er nämlich. Jo, moin. Jo, danke, Mann. Jo, cool. Hey. Geiler Handschlag. So.
9. Das wird immer schneller. Das wird immer schneller. Das wird immer schneller. Das wird immer schneller. Der sieht doch ein bisschen aus wie ein Trimax, ey. Verarsch, Alter. Du siehst aus wie Trimax. Welcher Jahrgang bist du? 97, du? 94. Du? 97. Ja, ich habe dann auf jeden Fall mir ein paar andere alte Livestreams von Trimax angeschaut und habe dann gesehen, dass er manchmal auch zockt. Beispielsweise so ein Spiel namens Rust. Aber du kannst ja, ne? Ja, ich habe das schon mal gemacht. Es ging in der Situation darum, dass er irgendwie so einen selbstgebauten Helikopter steuern musste. Und Trimax meinte ja hier, dass er das schon mal gemacht hat. Von daher habe ich mich ein bisschen informiert, wie sein erster Flug mit diesem Helikopter ablief. Wie geht das denn? Wie fliegt man den denn? Aber gut, was nicht wird, das kann ja noch werden. Von daher habe ich ihm die Daumen gedrückt und schauen wir mal, ob es was geworden ist mit seinem Flug hier. Oh, oh, oh. Vorsicht. Ja, das ist immer. Ja. Oh mein Gott. Das war... Jetzt hat das so gut geklappt. Ja. Ich habe bis dahin dann eigentlich schon den kompletten Glauben in Twitch Deutschland verloren, bis ich dann noch auf Sie hier gestoßen bin. Eine Empfehlung, Chat. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Essen heiß ist oder nicht, tut mit dem Finger einmal reinstecken, weil wenn es heiß ist, ist euer Finger heiß. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass irgendein Typ sagt, dass eine halbe Stunde fast 30 Minuten sind. Bruder, eine halbe Stunde sind fast 30 Minuten? Mach einen Abschuss. Dann dachte ich mir aber wirklich, ey, es muss doch eine einzige Person geben, die Livestreams macht, die einem da so ein bisschen was vermitteln kann, die irgendwie einem vielleicht Finanztipps geben kann oder so. Und dann bin ich auf seinen Account gestoßen. Jeremy Fragrance. Und Jeremy Fragrance gibt uns hier jetzt Finanztipps, auch wenn wir nur 1000 Euro im Monat zur Verfügung haben. Ich meine... 1000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen. Von mir aus gehen davor 650 Euro für Miete weg. Sagen wir 10 Euro pro Tag für Essen. Ja, das wären dann 300 Euro. Dann musst du eben... Also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch hier heute die erste Episode von... Mittwoch! Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Schreibt mir unten in die Kommentare, welche Memes auf jeden Fall in das nächste Video rein müssen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Loot Crew seid. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt. Jo, nächste Woche Freitag hat Lea... Ich bin gerade gegen den Zaun gelaufen.